Ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Adieu Schweiz. Das Mal war ich etwas schneller mit Schneiden und habe gedacht, ich nutze die gewonnene Zeit, um euch vielleicht auch kurz mal zu verraten, wieso sie die Video überhaupt machen. Das Ganze hat nämlich auch einen Hintergedanken. Viele von euch wissen, ich bin Ernährungstherapeut oder Ernährungsberater oder wie man das immer sagen will, Ernährungscoach. Ich habe aber mit Ernährung eigentlich angefangen aus einer Notwendigkeit heraus. Ich war selber gesundheitlich angeschlagen und habe einfach irgendetwas dagegen machen müssen. Ernährung ist dann ein wichtiger Faktor geworden und mit der Zeit hat sich das so erboten, dass ich das Wissen auch anderen zur Verfügung stelle. Aber wie gesagt, es ist aus einer Notwendigkeit heraus entstanden und nicht aus einer eigentlichen inneren Leidenschaft. Ich habe eine andere Leidenschaft. Und zwar bin ich immer schon fasziniert von Leuten, die ihrem Lebenstraum nachgegangen sind. Und mein grosses Ziel ist eigentlich, dass ich mich auf die Reise begeben und euch solche Leute vorstellen. Mit anderen Worten, so Porträtdokumentationen zu machen. Weil ich denke, es gehört zum erfüllten und glücklichen Leben, dass man eben dem Herzenswunsch nachgehen kann und schlussendlich das macht, was man eigentlich am liebsten möchte. Und nicht wartet, bis man 65 ist und die allenfalls Passion daherkommt, so dass man dann kann. In meiner Praxis zeigt sich immer wieder, dieser Plan kann in die Hose gehen. Und insofern möchte ich mit meinen persönlichen Videos ein gutes Beispiel sein, um euch zu zeigen, dass man, egal in welchem Alter, wenn man seinen Herzensruf gehört hat, dass man dem kann nachgehen kann und auch sollte nachgehen kann. Ich habe meine Ernährungspraxis, die ist eigentlich aufgesetzt. Der Plan war, dass das immer so weitergeht. Jetzt habe ich das reduziert auf 2 Tage, sodass ich eben Freiraum bekomme, etwas anderes können zu machen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dorthin komme. Es macht monetär auch keinen Sinn. Ich habe keine Ausbildung in dieser Richtung etc. Aber wer mich kennt, weiss, dass mich das auch noch nie abgehalten hat, dem gleich nachzugehen. Ich habe übrigens parallel zur Ernährungspraxis und meinen Videos habe ich an UCLA, der Universität hier, habe ich einen Kurs in Journalismus belegt, für das ich auch theoretisch ein bisschen mehr weiss, wie man das jemand anpacken würde. Und ich denke, für euch ist es spannend mitzuverfolgen, ob ihr dann schlussendlich dorthin kommt oder halt auch nicht. Ohne Risiko, kein Erfolg. Mein nächstes Ziel ist jetzt nicht nur eigene, persönliche, private Videos zu machen, sondern jetzt nach und nach auch an Leute herzutreten, die eine spannende Geschichte haben und die zu porträtieren und euch die näher zu bringen. Insofern, ich bin gespannt, ich bin guten Mutes und würde mich freuen, wenn ihr weiterhin mich auf diesem Weg begleitet. Aber jetzt werde ich nicht mehr länger versäumen und ich schlage vor, dass wir direkt einsteigen in die neue Episode. Viel Spass! Grüß euch zusammen, Ronne hier. Heute nehmen wir euch mit an einen ganz speziellen Ort. Post kann ich nehmen, sehen Sie mal. Ah, ja, genau. Tut es gerne regnen, das ist ja so. Das ist noch viel. So. Und dann machen wir das Einzige, was man eigentlich macht an solchen Tagen, und das ist das Stellhölzli. Ein bisschen Unterbruch, lass den Ort ein bisschen anfangen. So 3 Minuten, dann ist es wieder vorbei. Die Sonne ist flüssig. So, wir haben eingangs ein bisschen mehr gezahlt, dafür haben sie uns jetzt die Sonne organisiert. Das ist natürlich perfekt. So. Wir sind gerne noch im Tauholz. Ich kann sich also gut vertun, das ist super da. Oh, ich muss es hören. Beim Beantworten der folgenden Fragen erfährst du viel Wissenswertes.
gehört nicht dazu. Sorry. Timo! Timo! Wo bist du? Hier ist eben das Baustellenkrokodil, aber ich habe es noch nicht gefunden. Der Tierpark ist im Juni 1937 eröffnet worden. Und was ich schätze, ist, dass er sich auf einheimische oder europäische Tiere beschränkt. Heutzutage hat der Tierpark auch das Motto «Mehr Platz für weniger Tiere». So waren zu Maximalzeiten über 350 Tierarten zu sehen. Und der heutige Direktor schätzt aber, dass diese Zahl unter 200 wird sinken. Wir haben verlaufen, aber ich kann ja die Leute fragen, sie verstehen mich ja. Wisst ihr, was rausgeht hier? Da. 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 Tipptopp, wir sind also fertig, wir gehen raus. Wir haben jetzt doch ein... Eben, jetzt sind wir fast 5 Stunden hier gewesen. Ja. Jetzt haben wir Hunger, jetzt sollte man etwas gegessen. Und es ist noch spannend, ihr fragt mich jetzt vielleicht, was so Besonderes ist für mich am Tauhölzli. Und noch als ich in der Schweiz gelebt habe und ich auch die so eine innere Unruhe habe gespürt, wenn mich jemand das Fernweh packt und ich noch nicht gehen konnte, bin ich eigentlich immer gerne die Tiere beobachten. Und nachdem dass ich für ein paar Stunden dort verweilen durfte, bin ich eigentlich am Abend immer wieder zurück und habe die Ruhe wieder gefunden. Ich weiss, es ist eine kontroverse Tierhaltung, aber ich bin trotzdem diesen Tieren bis heute dankbar, dass sie mir diese Ruhe jeweils wieder geben konnten. Also, wir haben jetzt etwas gegessen. Es hat Leberli und Blumenköhle. Super fein gsi. Und jetzt bin ich im Gratis-Gym. Er heisst Vita-Parkour. Und jetzt mache ich noch ein paar Übungen, damit ich genug müde bin, für dahin ich wieder schlafen kann. Weiter geht's! Ja, ich hätte wahrscheinlich nicht so ein Stadtvelo mitnehmen, aber wir gehen jetzt einfach mal weiter. Es fehlen einfach die Veloständer bei den einzelnen Übungsplatz. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Die, die noch nicht haben, bitte abonnieren, liken oder teilen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen.